Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein Urlaubsdesign zeigen. Und zwar dafür benötigen wir Folgendes. Erstmal arbeite ich mit dem EMI weißen Alpine Snow Gel. Dann arbeite ich weiter mit den Acrylfarben von Nayada Collection, Fairy Tale. Das sind nur ein paar Farben. Und zum Schluss benötigen wir dann von EMI die Farbe Black Tulip. Dann fangen wir schön mal an. Ich habe meinen Tipp vorbereitet, angebuffert. Jetzt nehme ich die Alpine Snow Farbe auf und trage es auf den ganzen Tipp auf. Hier habe ich es aufgenommen. Und dann tragen wir das auf den ganzen Tipp als Fullcover auf. Wenn ihr das auf die Nägel macht, dann bereitet ihr natürlich die Nägel vor, modelliert oder füllt die Nägel auf, in dem Falle, wenn es eine Auffüllung ist. Und dann zum Schluss, wenn der Nagel komplett fast fertig ist, tragt ihr ein weißes Gel auf, das deckend ist und einen Dispersionsfilm bildet, auf den ganzen Nagel auf. Ich trage das jetzt auf einem Tipp auf. Wenn das dann aufgetragen ist, wandert das Ganze dann für 60 Sekunden in die UV-Lampe. Unsere weiße Farbe ist jetzt 60 Sekunden in der UV-Lampe gewesen. Ich habe mir die Freiheit schon genommen und habe die Acrylpuder-Tuben geöffnet. Jetzt brauchen wir einen kaputten, bauschigen Pinsel. In dem Fall war das mal früher ein Gelpinsel, der dann mit der Zeit sich aufgebauscht hat. Ihr könnt natürlich auch einen normalen Pinsel nehmen und den dann aufbauschen, aber dafür ist er dann ganz gut geeignet. Dann nehmen wir jetzt die Farben auf und fangen dann mit der hellsten an. In dem Falle gelb und tragen das dann hier oben auf die Schwitzschicht auf. Entschuldigung, so, damit das zu sehen ist. Die nächste Farbe. Immer schön den Pinsel vorher sauber machen. Ineinander verblenden. Nochmal hier ganz näher zeigen. Die nächste Farbe. Und die letzte in Blau. Und das Ganze ineinander verblenden. So, wenn das aufgetragen ist, dann fixieren wir das Ganze 30 Sekunden in der UV-Lampe. So, wir haben das jetzt schön fixiert. Dann nehmen wir unsere schwarze EMI-Farbe, Black Tulip. Ich benutze dazu eine Palette, wo ich die Farbe dann auftrage, weil wir müssen jetzt
ein bisschen filigran arbeiten. Dazu nehme ich dann meinen dünnen Pinsel. Und machen unser Urlaubsdesign. So, nehme ein bisschen Farbe oder Farbgel besser gesagt auf den Pinsel. Und malen in dem Falle erstmal unsere zwei Palmenstiele auf. Ein bisschen schwierig zu malen, wenn die Kamera zwischen den Händen steht. Ich versuche es trotzdem. So, dann machen wir unsere Palmenblätter. So. Wenn wir das geschafft haben, dann müsste das etwa so aussehen. Und jetzt ziehen wir so kleine Fäden aus unseren Palmenblättern, damit die so bauschig aussehen, flauschig, wie dann natürlich auch echte Palmenblätter, wenn sie als Schatten dargestellt sind. So. Den Stiel natürlich nicht, nur die Blätter. So. Ziehen wir schön dünne Fäden raus. Die erste Palme ist fertig. Jetzt machen wir die zweite. Soweit es möglich ist.
So sieht das dann aus, wenn zwei Palmen als Schatten dargestellt sind. Jetzt fehlt uns natürlich noch die Insel. Das werden dann einfach nur Striche sein. Ich drehe dazu meinen Tipp, damit es mir bequem ist zu malen. In dem Fall, wenn ihr das auf den Händen macht, dann müsst ihr natürlich eine bequeme Position auch finden, damit ihr das auf den Händen oder auf den Nägeln malen könnt. So. Ich korrigiere ein bisschen nach. So sieht das dann aus. Und ja, dann male ich hier noch einen Vogel oder deute an, dass da einer ist. Vielleicht sogar einen zweiten, etwas kleiner, so als ob die in weiter Ferne fliegen. Und unser Urlaubsdesign ist eigentlich jetzt soweit fertig. Für die UV-Lampe, das Ganze wird für 2 Minuten in die UV-Lampe reingelegt, getrocknet. So, unsere 2 Minuten sind um, unsere Palmen sind trocken. Jetzt nehme ich einen Versiegler. Für die Tipps nehme ich einen Versiegler von Jolofin. Das ist das UV Top Sealing Clear. Ansonsten für die Nägel verwendet ihr bitte, wenn ihr das an Nägeln versiegelt, einen Hochglanzgel oder Topgel mit Dispersionsschicht oder Dispersionsfilm. Und am besten zweimal dünn versiegeln, so bleibt der Glanz schöner und das Design ist gut versiegelt. So mache ich das immer. So, jetzt haben wir das Ganze versiegelt. So schaut es dann versiegelt aus. Und das wandert jetzt auch für 2 Minuten in die UV-Lampe. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, was ich euch als nächstes zeigen soll oder kann, in dem Falle schreibt bitte unter das Video ein paar Kommentare und dann versuche ich das demnächst, sofern ich das auch umsetzen kann, als Video aufzunehmen für euch und euch zu zeigen. So, 2 Minuten sind um, das ist alles trocken, das Design ist fertig. Natürlich könnt ihr das Ganze auch mit einer Palme gestalten, wenn es kürzere, kleinere Nagelfläche ist, dann könnt ihr natürlich auch eine normale Palme malen. Ja, über einen Daumen hoch würde ich mich freuen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Gute!